Gedanken formen deine Realität. Fragen formen deine Gedanken. Wenn ich mal nicht gut drauf bin an einem Tag, dann frage ich mich, was kann ich heute anders machen, dass es mir besser geht? Diese Frage steuert meine Gedanken und formt meine Realität. (Applaus) 1999. Ich war 14 Jahre alt, komme von der Schule nach Hause, komme bei uns zu Hause in den Flur rein und höre ein ganz seltsames Geräusch. Konnte das gar nicht einordnen. Gehe ein Stück nach vorne, schau rechts bei uns in die Küche rein und sehe dort meinen Vater kniend auf den Fliesen vor meiner Mutter, am Seufzen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich kannte meinen Vater so nicht. Ich kannte ihn eher als erfolgreichen Unternehmer. Und so kniete er jetzt da, heute würde man wahrscheinlich sagen mit einem Burnout, und hat für sich erkannt, er war vielleicht augenscheinlich erfolgreich, aber schon gar nicht glücklich und erfüllt. Und das wollte er ändern. Hat angefangen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und so kam es dann auch, dass ich im Alter von 15 Jahren das erste Mal selbst ein Seminar besucht habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das dauerte 9 Tage. 9 intensive Tage. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das gemacht habe. Zum einen war ich sicherlich neugierig. Bestimmt wollte ich meinem Vater damals auch ein bisschen gefallen. Und was ich da erlebt habe, gespürt habe, habe ich nie wieder vergessen. Da habe ich das erste Mal so richtig intensiv gespürt, als Jugendlicher, wie viel Potenzial eigentlich in mir steckt. Wie viel Potenzial in uns allen steckt. Ich habe damals für mich entschieden, ich möchte nicht nur ein erfolgreiches Leben führen, sondern auch ein glückliches und erfülltes Leben. Und ich bin meinem Vater und auch meiner Mutter bis heute dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit so früh gegeben haben. Da oben sitzen sie. Viele Jahre später habe ich das erste Mal meine 2 großen Leidenschaften zusammenbringen können. Das eine ist Persönlichkeitsentwicklung, sich weiterzuentwickeln, das andere Unternehmen aufzubauen. Im Alter von 26 Jahren war eine große Ehre für mich, wurde ich Geschäftsführer von Robert Betz. Ich hatte die Aufgabe, die Ehre, ein Team aufzubauen von 40 Mann. Und da habe ich das erste Mal gespürt, wie viel Potenzial es in einem freisetzt, wenn man das macht, wo man richtig Bock drauf hat, wie viel Kraft einem das gibt. Wie viel Kraft das nicht nur einem selbst gibt, wenn man eine große Vision hat für ein Unternehmen, sondern wie viel Kraft das in einem gesamten Team für jeden einzelnen Mitarbeiter freisetzt. Das habe ich gemacht, bis eine Pampers mein Leben verändert hat. Weihnachtsurlaub 2012. Ich war mit meiner Frau und meinem Sohn am Pool und da war ein junger, von seiner Frau alleine gelassener Familienvater mit seinem Sohn und der hat gerade frisch in die Windeln gemacht und er hatte keine Ersatzpampers dabei. Meine Frau hat natürlich selbst ausgeholfen und dieser junge Mann war Markus Hofmann. Auch er wird neben Robert hier heute noch stehen, was mich besonders freut, dass diese beiden Herren hier sind. Da ist eine Freundschaft draus entstanden zwischen Markus und mir. Und Markus war es auch, der Stefan Friedrich und mich miteinander bekannt gemacht haben. Als Stefan Friedrich und ich uns kennengelernt haben, da haben wir direkt eine große Vision gemeinsam teilen können. Die Idee von Gedankentanken groß zu machen. Die Idee, die besten Speaker-Coaches, denen eine Plattform zu bieten, in Form von Events wie diesen, Seminaren, Online-Kursen, unterhaltsam ihr bestes Wissen weiterzugeben, um Menschen weiterzubringen. Auf der einen Seite war diese große Vision sehr schnell da. Auf der anderen Seite mussten wir erkennen, im Alltag das wirklich umzusetzen und so richtig Musik in die Bude zu kriegen, war gar nicht so einfach.
Wir konnten am Anfang gar nicht genug Tickets verschenken, um die kleinen Sälchen, die wir gebucht haben, vollzukriegen. Und die Ausgaben waren viel, viel höher als die Einnahmen. Und wir wussten nicht immer, wie wir pünktlich am 1. die Gehälter zahlen sollten. Und so kam es auch mal dazu, dass Stefan sein heißgeliebtes Wohnmobil an einem Donnerstag verkauft hat, dass wir am Freitag pünktlich die Gehälter zahlen konnten. Stefan, dafür heute noch danken. Auf der einen Seite hatten wir schon die ersten Erfolge. Wir haben Menschen erreicht, wir haben Seminare veranstaltet. Wir haben aber gemerkt, wenn wir die Idee von Gedankentanken wirklich groß machen möchten, müssen wir etwas ändern. Und wir haben uns umgeschaut, was machen denn die wirklich erfolgreichen Unternehmen? Was machen die denn anders? Was machen denn diese Apples, Googles, Teslas, Airbnbs dieser Welt? Was machen die anders? Und während der Phase hat mir ein befreundeter Unternehmer ein Buch in die Hand gedrückt. Scaling Up von Wörn Harnisch. Da stand alles drin, was man braucht, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Da stand alles drin, was diese Unternehmen anders gemacht haben. Die haben es geschafft, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, wo die Mitarbeiter Bock haben, arbeiten zu gehen. Wo die Mitarbeiter Bock haben und wissen, warum sie am Montagmorgen aufstehen. Uns war klar, das möchten wir auch. Wir möchten auch so eine Unternehmenskultur schaffen. Auf der anderen Seite war uns auch klar, dafür müssen wir investieren. Vor allen Dingen Zeit. Das ist nichts etwas, was man mal so ein bisschen nebenbei macht, so eine Unternehmenskultur zu entwickeln, in die Praxis zu bringen. Auf der einen Seite macht das nicht eine Geschäftsführung irgendwo im stillen Kämmerlein, sondern da muss jeder Mitarbeiter mithelfen. Und man macht das auch nicht irgendwie so im Alltag, in dem Umfeld, wo man sich jeden Tag bewegt. Deswegen haben wir uns entschieden, wir fliegen eine ganze Woche mit dem gesamten Team, das waren damals knapp 20 Mitarbeiter, fliegen wir eine Woche nach Mallorca und arbeiten an unserer Unternehmenskultur. Ehrlich gesagt wussten wir gar nicht so richtig genau, ob wir uns das leisten können, was wir da gerade tun. Ich wurde auch von dem einen oder anderen Unternehmer, wurde ich auch vielleicht ein bisschen belächelt, wie man so viel Geld für so eine Reise investieren kann. Heute kann ich sagen, wir hätten es uns nicht erlauben können, es nicht zu tun. Was haben wir gemacht da auf Mallorca? Erst einmal Lektion 1 von Scaling Up. Du brauchst einen Unternehmenszweck. Warum gibt es dein Unternehmen überhaupt? Was ist deine Daseinsberechtigung? Ich glaube, es werden nur die Unternehmen in Zukunft überleben, die einen Zweck haben, wo der Mitarbeiter weiß, was er am Montagmorgen, warum er aufsteht, warum er zur Arbeit geht. Und wir haben dafür eine spannende Übung gemacht. Wir haben zwei Gruppen gebildet und beide Gruppen haben sich die Wozu-Frage mehrfach gestellt. Das heißt, man fragt sich da mehrfach, wozu gibt es dein Unternehmen überhaupt? Wozu gibt es Gedankentanken? Na, wir möchten Menschen weiterbringen. Wozu möchtest du Menschen weiterbringen? Na, es macht Spaß, sich zu entwickeln. Wozu macht es und so weiter? Man stellt sich diese Frage wieder und wieder, bis es diesen Magic Moment gibt. Diesen Moment im Team, wo jeder spürt, das ist es, das ist die Antwort. Und was da jetzt rauskam, war für mich sehr, sehr bewegend. Zum einen kam eine Antwort raus, ein Ergebnis, was ich mich selbst nicht getraut hätte auszusprechen. Zu groß fand ich das. Auf der anderen Seite, wir hatten ja zwei Gruppen, da hätten ja zwei Ergebnisse rauskommen können. Es kam ein Ergebnis raus, unabhängig, dass sie miteinander gesprochen haben. Und das war ein Wort. Selbstverwirklichung. Wir möchten Menschen unterstützen, das ist unser Unternehmenszweck, sich selbst zu verwirklichen, ihr eigenes Potenzial zu leben. Gleichzeitig ist uns klar geworden, auch wir als Team haben den Anspruch an uns, haben den Wunsch, uns selbst zu verwirklichen. Wir als Unternehmer haben den Anspruch, einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, wo jeder Mitarbeiter unterstützt wird, sich selbst zu verwirklichen. Gelingt uns das im Alltag immer? Nein. Es ist aber unser Anspruch, darin immer besser zu werden. Und dafür tun wir jeden Tag sehr, sehr viel. Ich bin der festen Überzeugung, Menschen sind nicht für Unternehmen da, sondern Unternehmen sind für Menschen da. Ich fahre regelmäßig seit 5 Jahren ins Silicon Valley.
Weil es für mich keinen anderen Ort der Welt gibt, China gibt es da vielleicht in Zukunft, wo es so viele Unternehmenskulturen gibt, die so inspirierend sind, von denen man sich viel abschauen kann. Wir waren gerade noch mit 100 Unternehmern, vor 6 Wochen sind wir durch Valley gereist, um auch anderen Unternehmern zu zeigen, was man von diesen Firmen lernen kann. Wir sind in viele Tech-Companies gegangen, in Start-ups. Und spannend ist zu sehen, dass es ein paar Dinge gibt, die die wirklich erfolgreichen Firmen dort einen. Das erste ist, die haben einen Unternehmenszweck. Die wissen, wofür sie das tun, was sie tun. Das zweite ist, diese Unternehmen haben Prinzipien, Core Values, die sie sich erarbeitet haben, die sie sich im Alltag bewahren und die sie versuchen zu leben, nach denen sie ihre alltägliche Entscheidung ausrichten. Die Mitarbeiter committen sich auf diese Prinzipien und richten ihre alltäglichen Entscheidungen danach aus. Wie auch bei Gedankentanken haben auf Mallorca die 8 Gedankentanken-Prinzipien für uns entwickelt, mit dem gesamten Team. Ein Prinzip ist beispielsweise, jeder ist sein eigener IT-Manager. Das heißt, was steckt dahinter? In einer digitalen Welt, glauben wir, ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder bereit ist, für die IT Mitverantwortung zu übernehmen. Dass es nicht nur darum geht, die IT-Abteilung anzurufen und sich zu beschweren, dass wieder was nicht funktioniert, sondern dass man erstmal probiert, selbst sein Problem zu lösen. Da ist ein IT-Mitarbeiter. Ja. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für seinen Bereich. Es geht darum, wenn ich ein Problem habe mit der IT, wenn ich eine neue Software mir wünsche, mal ein neues Tool haben möchte, dann suche ich mir das erstmal selbst, teste das selbst, bevor ich zur IT-Abteilung gehe. Ein weiteres Prinzip, Freiheiten machen Bock. Man merkt schon, die Mitarbeiter haben da mitentwickelt. Natürlich machen Freiheiten Bock. Wir glauben aber auch als Unternehmen, dass es extrem wichtig ist in der immer schneller werdenden Welt, dass man agil ist, dass man flexibel ist. Das ist man nur, wenn jeder Mitarbeiter selbst Entscheidungen treffen kann, schnell möglichst Entscheidungen treffen kann. Das geht aber nur mit Mitarbeitern, die auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Das steht bei diesem Prinzip ganz explizit dabei. Wir brauchen Mitarbeiter, die bereit sind, Verantwortung für ihr Tun, für ihr Handeln, für ihre Projekte, für ihren Aufgabenbereich und auch für ihr Leben zu übernehmen. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter auch dabei, sich dahingegen zu entwickeln, dort Stärken zu entwickeln. Ein drittes Prinzip ist, was wir bei Gedankentanken leben, das war schon immer so ein geflügeltes Wort bei uns im Büro, wir haben es zu einem festen Prinzip gemacht, kein Gedöns. Vielleicht kennt ihr das, diese Energievampire, diese Mitarbeiter, diese Arbeitskollegen, die Kunden, die Lieferanten, die Kooperationspartner, wo man vorher weiß, oh Gott, das wird ein Energiegrab. Das wird irgendwann ein Gezerre. Das wird Gedöns. Wir versuchen, Gedöns zu verhindern. Wir versuchen, unsere Prinzipien im Alltag möglichst gut zu leben, uns zu bewahren. Wir kommunizieren das auch sehr stark nach außen, wenn wir beispielsweise Mitarbeiter suchen. Wir suchen nur noch Mitarbeiter, die zu unserer Kultur, zu unseren Prinzipien passen. Und das hat zur Folge, dass es auch schon mal Mitarbeiter gibt oder Bewerber vielmehr gibt, Kandidaten gibt, die sich nicht mehr bei uns bewerben, obwohl sie es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hätten. Wir ziehen aber dafür auch viel, viel mehr Mitarbeiter an oder Kandidaten an, die richtig Bock haben auf so eine Unternehmenskultur. Die vielleicht gar nicht so richtig aktiv auf der Suche sind, aber sagen, für so eine Unternehmenskultur habe ich Lust zu arbeiten. Jetzt bringt ihr mich raus. Sitzen die Mitarbeiter da oben? Das hat zur Folge, dass wir in den letzten 20 Monaten über 4.000 Bewerbungen bekommen haben. Und das in Zeiten des Fachkräftemangels. Und wir konnten uns die Top 1% der besten Bewerber aussuchen und für Gedankentanken gewinnen. Ich bin der festen Überzeugung, Culture eats strategy for breakfast. Gedanken formen deine Realität. Fragen formen deine Gedanken. Wenn ich mal nicht gut drauf bin an einem Tag, dann frage ich mich, was kann ich heute anders machen, dass es mir besser geht? Diese Frage
steuert meine Gedanken und formt meine Realität. Auf der letzten Valley-Reise ist mir nochmal klar geworden, dass die richtig erfolgreichen Menschen und Unternehmer, dass die sich richtig gute Fragen stellen. Aber was ist denn eine richtig gute Frage? Woran erkennt man die? Bei einer richtig guten Frage ist das, keine Ahnung, ich mache mein Unternehmen, mein Produkt etwas besser, ich mache meine Kultur etwas besser. Eine richtig gute Frage erkennt man daran, dass man die Antwort noch nicht hat. Wenn man die Antwort einfach so hätte, dann wäre es so einfach, dann könnte sie ja auch jeder beantworten. Bei einer richtig guten Frage, da bekommt man auch so ein bisschen Angst. Das ist völlig in Ordnung, so ein Respekt vor der Frage. Eine richtig gute Frage ist zum Beispiel, wie kann ich mein Produkt 10-mal besser machen? Wie kann ich meine Unternehmenskultur 10-mal besser machen? Elon Musk, einer der größten Vordenker unserer Zeit, der stellt sich die Frage, wenn wir mit unseren Ressourcen weiterhin auf der Erde so schlecht umgehen und wir die Erde vielleicht irgendwann mal nicht mehr bewohnen können, können wir da nicht den Mars besiedeln? Die Frage stellt er sich ernsthaft und er arbeitet an der Antwort. Auf dem Weg dorthin stellt er sich die Frage, können wir mit unseren Ressourcen bis dahin nicht besser umgehen und nicht besser mit Elektroautos über die Straßen fahren? Die Beantwortung dieser Frage wirkt plötzlich viel, viel kleiner. Ich erinnere mich noch gut, auch als Gedankentanken vor 1,5 Jahren auf Mallorca war, haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, was hält uns eigentlich davon ab, nicht 10-mal mehr Menschen zu erreichen, nicht 10-mal mehr Impact da draußen zu haben? Was sind eigentlich unsere Blockaden? Und da ist uns dann irgendwann aufgefallen, bei der Beantwortung der Frage, wir schließen aktuell 98,7% unseres eigenen Potenzials kategorisch aus. 98,7%. 98,7% der Menschen auf der Erde sprechen kein Deutsch. Die verstehen ja heute nichts. Die verstehen unsere YouTube-Videos nicht, unsere Seminare, unsere Online-Kurse. 98,7%. Da war für uns klar, wenn wir das ernst meinen mit dem Impact, dann dürfen wir irgendwann internationalisieren, dann müssen wir irgendwann internationalisieren. Wie internationalisiert man denn als kleines Start-up aus Köln? Keine Ahnung. Gute Fragen erkennt man daran, dass man die Antwort noch nicht kennt. Große Fragen setzen großes Potenzial frei. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Stellst du dir die wirklich wichtigen, die wirklich großen Fragen im Leben? Stellst du dir die Frage, was muss ich tun? Was kann ich machen? Wie kann ich mein Leben verändern, um 10-mal glücklicher und erfüllter zu sein? Stellst du dir die richtigen Fragen? Wir haben uns vor 2 Jahren, hatten wir unser Büro noch im Keller, hatten wie gesagt unter 20 Mitarbeitern, haben wir uns die für uns wirklich damals verrückte Frage gestellt. Wir hatten auch Angst, als wir uns die Frage gestellt haben. Gibt es genug Menschen da draußen, die richtig Lust haben, sich die richtigen Fragen zu stellen, um eine ganze Köln-Arena zu füllen? Sie gibt es. Dankeschön.